Schocknachrichten, irre Nachrichten. Eigenanteil in der Pflege soll auf bis zu 4.000 Euro monatlich steigen. Rentnerinnen und Rentner können das nicht zahlen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, die höchsten Stellen in Deutschland bestätigen es, der Eigenanteil in der gesetzlichen Pflege oder in der Pflege generell kann in den nächsten Jahren bis auf 4.000 Euro steigen. Ich sage die höchsten Stellen. Es kommt aus profundem Munde. Der Gesundheitsminister Karl Lauterbach warnt vor einer solchen Situation. Ich finde es zumindest schon mal gut, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt und sagt, Leute, wir müssen hier gegensteuern. Ich zeige Ihnen mal, wo ich das gelesen habe, und zwar im Tagesspiegel. Und im Tagesspiegel ist es einfach so, dass diese Nachrichten doch schon eingeschlagen haben, aus meiner Sicht wie eine Bombe. Der Lauterbach teilt also wirklich mit und warnt davor vor einem massiven Anstieg des Eigenanteils in der Pflege. Der ist jetzt schon bei rund, ich markiere es hier mal, bei rund 2.600 bis 3.300 Euro monatlich. Und wer in ein Pflegeheim gehen muss, der muss da wirklich aktuell viel Geld auf den Tisch legen, aus eigenen Mitteln, aus eigenem Vermögen. Familien werden mit herangezogen, und die Menschen sind aus meiner Sicht, so auch meine Erfahrung und auch das, was wir hier an Informationen haben, grenzbelastet, völlig belastet finanziell. Zum Teil können sie es schon gar nicht mehr stemmen und dann geht die ganze Sache an das Sozialamt. Ja, und die Kosten in der Pflege, in der Heimpflege werden Jahr für Jahr immer höher. Und die Eigenanteile steigen, auch das ist bekannt. Und Lauterbach kriegt das einfach nicht in den Griff. Ja, wie auch, meine Damen und Herren, denn die Pflegeversicherung ist eine Teilkaskoversicherung und keine Vollversicherung wie in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ja, und eines ist auch klar: ältere Menschen haben natürlich Angst davor, ins Pflegeheim zu müssen. Da geht es ja nicht nur darum, dass sie diesen Anteil möglicherweise, ihren eigenen Kostenanteil nicht zahlen können, sondern, meine Damen und Herren, da geht es auch darum, dass die Leute Angst davor haben, ihre eigenen Familien zu belasten. Und Lauterbach sagt klipp und klar, okay, der Eigenanteil kann in den nächsten Jahren, wenn wir nicht gegensteuern, bis zu 4.000 Euro pro Monat ansteigen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und er sagt auch, es dürfe doch nicht sein, dass sich Menschen im Rentenalter Sorgen da machen müssten, ob das Geld für die Pflege reicht, meine Damen und Herren. Ich finde es jetzt schon persönlich ein Riesenskandal, dass die Menschen überhaupt so einen riesigen Eigenanteil zahlen müssen und dann praktisch das, was sie ihr Leben lang hart erarbeitet haben, nur in die Pflege reingeht. Das ist totaler Irrsinn. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das in unserem Land sozusagen so gesteuert worden ist und vor allen Dingen die Demografie in unserem Land letzten Endes hier auch nicht berücksichtigt worden ist. Ja, Lauterbach macht einen Vorschlag. Er sagt, es soll zu einer Pflegereform kommen. Pflegekräfte sollen mehr Entscheidungsbefugnisse bekommen und sie sollen vor allen Dingen aus dem Ausland kommen. Wir müssen also die Leute aus dem Ausland, die hier in der Pflege arbeiten, schneller anerkennen. Naja, das Problem haben wir ja in anderen Berufen auch. Alleine ukrainische Ärzte also ukrainische Ärzte, die in der Ukraine ihren Abschluss gemacht haben, warten heute noch auf die Anerkennung und können hier in Deutschland nicht als Ärzte arbeiten, obwohl wir in Deutschland Ärzte dringend brauchen, meine Damen und Herren. Ja, also es sollen die Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte verbessert werden und Interessierte sollen zu sogenannten Pflegeassistenten ausgebildet werden und die Pflege in den vier Wänden soll damit gestärkt werden, und zwar die Pflege in den vier Wänden bis zu dem Lebensende. So sagt es der SPD-Politiker. Ja, meine Damen und Herren, ob das wirklich ausreichend ist, ob diese Reformvorschläge von Lauterbach dann wirklich dazu führen, dass der Eigenanteil nicht mehr steigt oder vielleicht sogar sinkt, das wage ich zu bezweifeln. Es ist sicherlich richtig, dass wir die Pflege in den eigenen vier Wänden mehr in den Fokus nehmen müssen. Da ist noch viel Potenzial drin, aber letzten Endes ist es einfach so, die Menschen werden immer älter. Sie werden natürlich damit auch statistisch gesehen immer kränker.
und müssen irgendwann mal gepflegt werden. Es kann Sie, es kann mich, es kann jeden von uns treffen. Und dann ist sozusagen hier Schluss mit lustig. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir schließen eine Pflegezusatzversicherung ab. Das kann man auch machen, um die Pflegekosten zu deckeln. Das wäre vielleicht auch noch eine sinnvolle Variante. Aber ich denke mir, so mein Denken und auch meine Idee, dass wir um eine Pflegevollversicherung wie im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung nicht mehr drumherum kommen. Und was wir auch nicht mehr können, da geht es ökonomisch einfach nicht mehr, weil wir brauchen schlicht und ergreifend Geld für die Systeme über Beiträge. Es muss die Pflegeversicherung als Bürgerversicherung ausgestaltet werden, in die alle einzahlen und selbstverständlich die Krankenversicherung auch als Bürgerversicherung ausgestaltet werden, wo alle einzahlen und die gesetzliche Rentenversicherung als Erwerbstätigenversicherung, wo alle Erwerbstätigen ab einem bestimmten Lebensjahr in Deutschland einzahlen müssen, sei es Beamte, sei es Politiker, sei es Selbstständige, sei es Arbeitnehmer, das ist dann völlig egal. Hauptsache, alle zahlen in den Jackpot ein. Das, meine Damen und Herren, wäre ein vernünftiger Lösungsvorschlag. Und dann muss man natürlich über strukturelle Dinge noch nachdenken in der gesetzlichen Pflege und muss möglicherweise darüber nachdenken, wie man die Kostenanteile hier dämpft und wie man die praktisch verlagert. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zum Thema gesetzliche Pflege. Im Rahmen dessen, was wir jetzt zu hören bekommen, 4.000 € Eigenanteil, das können Rentnerinnen und Rentner in Deutschland de facto gar nicht mehr bezahlen und deshalb droht massive Altersarmut. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.